Habe ich jetzt eigentlich noch den Ring? Schon mal beide kaputt gemacht. Wann ist das denn passiert? Ah, ich mache das viel zu schnell. Ja, also im Prinzip habe ich den Fehler gemacht, ich hätte nochmal weglaufen sollen, das eine Skelett töten, hätte ich wohl genug Zeit gehabt, den nächsten Grabesfestung zu hauen, die spawnen Mobs killen. Also es ist im Prinzip ein simpler Boss. Halt, das Problem, was wir vorhin hatten, war, dass wir zu schnell die Grabesfestung getötet haben, dadurch sind halt zeitgleich alle gespawnt und als Gegnertyp sind auch nur diese Räder wirklich gefährlich. Der Rest ist eigentlich Pillepalle. So, jetzt, der Weg dorthin ist ja quasi ungefährlich, so wie ich ihn gehe. Ich muss jetzt ans Glitzer-Titanit denken und an die 2-3 Mobs, die unterwegs sind. Ja, es war ein Spieler und es war nur einmal erschienen. Oh, ich vergesse diesen Gegner hier immer und immer wieder. Ich doch, dass das jetzt von dem Baum blockiert wird. Oh, dieser Bogenschütz. Ich habe halt immer Angst, dass ich im Schuss nur so einen leichten Ausfallschritt nach vorne mache. Ah, ich habe noch was in der beknackten Höhle vergessen. Nach dem Boss, nach dem Boss. Dass die zwei Mobs hier oben zu töten ist, ist leichter als... Das war vielleicht ein bisschen gewagt, aber ich wollte jetzt nicht nochmal wechseln. Weil dann kann ich... Oder auch nicht, weil ich es nicht schaffe. So viel zum Thema. Machen wir das doch ganz einfach mal so. Hier einen kleinen Lebensstein fressen. Kann ich ja zur Not nachkaufen. Gibt's ja echt billig. Und nochmal zum Grabesfluss. Okay. Der mit der Sense ist der eher nahkopforientierte. Ah, warte, bei denen kann ich doch mal wieder meine Good Old. Boah, das kann nicht wahr sein. Keine Risiken eingehen. Warum auch? Ah, das war... Keine Risiken eingehen. Komm schon. Wusste ich doch, dass das ganz gut lört, dass der jetzt Magie verwenden möchte. Ja, das Nervige ist, dass halt ein Gegner konstant von mir nicht eingesehen werden kann. Wenn ich das richtig im Kopf habe, die spawnen also bei so einem alten Todesort. Komm schon, weg da, weg da, weg da. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Hör auf, den da anzuvisieren. Nein! Nein, nein, nein! Warum den da hinten? Alter Teufel, Mate, ich hab doch ständig durchs Ziel durch. Ich kann sogar durchtappen, wenn ich tot bin. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Oh. Jetzt wäre natürlich so ein Zauber ganz praktisch, wo ich aus größeren Fernen einfach weg.
Aber ich beherrsche ja keinen einzigen Zauber. Ach, komm schon, ich möchte in dieser Aufnahmesession doch wenigstens nochmal einen Boss besiegen. So lange hat das schon Boss besiegt, aber beim nächsten Versuch jetzt ein gutes Gefühl dabei. Jetzt krepiert er, ich habe auch den Boss, den Boss. Aha. Das kann ich... Oh Gott! Du nicht angreifst, tue ich's. Und ich bin Rabiata. Ah, wenn dieser Weg halt deutlich länger wäre, würde ich es wahrscheinlich rausschneiden. Aber da es auch immer noch darum geht, diese verdammte Glitzer-Titanit zu erwischen. Also die Echse. Wenn ich jetzt einfach das mal so probiere. Ja, genug Momentum aufbaue. Das Ding hüpft in die Klippe. Na, das ist ja geil. Wie soll ich das Ding töten? Ganz im Ernst, wie soll ich das schaffen? Egal, wir sind auch schon dabei, Boss. Gerippenfürsten, ich lese die ganze Zeit Grab, also ich habe die ganze Zeit Grabesfürsten gesagt. Das war ja vollkommen falsch. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Ei, ei, ei. Ich mach brav, was ich möchte. Nur das Gleiche. Oh, ich habe die Reichweite meiner Waffe falsch eingeschätzt. Ah, ich sollte es vermeiden, beide gleichzeitig zu töten. Oh, hallo. Eieieiei. Oh. Was ist denn jetzt auferstanden? Da hinten noch dabei. Ja, oh Gott, das läuft gerade richtig gut. Ah, 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 ah. Hey, das geht deutlich schneller, das Ding zu verwenden. Aha, du hast einen eigenen getroffen. Oh fuck, das war gemein. Das war äußerst gemein. Ich bin gerade ein bisschen wieder warpkarg, weil ich versuche nicht zu sterben. Ich weiß, es sieht nicht so aus, als würde ich das wirklich versuchen. Aber... Puff. Puff. Wo ist der Datenschild? Stimmt, ich wollte mal andere Gegenstände angucken. Halt doch mal still. Alter Schwede. Gehst du langsam im Sack? Tada. Und das ist, glaube ich, der Kamerad, der die verdammten Räder spawnen lässt.
Okay, zwei haben es geschafft. Nein, 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 nein. Oh Gott. Das Letzte, was ich möchte, ist an so beknackten Rad verrecken. Vor allem, wenn es das Letzte ist. Oh, wir haben Backstep. Oh, ihr habt gesiegt. Oh, Gott sei Dank. Okay, okay, okay. Ich habe gewonnen. Gewonnen, gewonnen. Was haben wir hier? Köderschädel. Ja, ist ganz praktisch. Gut, gucken wir uns doch mal an, was ich hier genau gewonnen habe. Erstmal die Seele. Das war, Gerippenfürsten. Die Seele eines Gerippenfürsten. Eines, ich habe drei getötet. Der tief im Jägerhain regiert. Der alte Eisenkönig befahl die Gefangenen, die Gefangennahme aller Untoten. Doch jene, die diesen Auftrag ausführen sollten, fielen dem Fluch zum Opfer. Nützt diese besondere Seele, bla bla bla. Ja, und ich habe noch einen Ringer, halt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Sollte ich erkennen, weil er, der, plus zwei. Dies ist ein Ring der Fiorenza, dem einzigen wirklich wohlhabenden Kaufmann in Wolgen gehörte. Dies ist ein Ring, der gehört, okay. Er verkürzte Zauberwerkzeit. Fiorenza kaufte mit seinen Reichtümern luxuriöse Objekte und seltsame Sammlerstücke, war jedoch nach Jahren exzessiver Ausschweifung ruiniert. Ja, so läuft das halt. Ich hab die Grabesrüstung. Ich habe eigentlich mal wirklich Progress geschafft. Jetzt kann man... War das so der Weg zum nächsten Gebiet? Dann will ich mich kurz nochmal umgucken, weil meistens ist ja hier im Boss immer ein bisschen was versteckt, wenn man sich umguckt. Außerdem dieses Knirschen von Leichen. Ich habe irgendjemand mal sagen gehört, ja, wenn du in New Game Plus Bosse killst, kannst du die Seelen aus dem ersten Teil noch bekommen. Aber irgendwie ist nicht, entweder bin ich kacke blind oder ich sehe das einfach nicht. Gut, gehen wir jetzt hier den Pfad lang. Vom Wasserfall, der ist eh fürchterlich laut. Und komm hier zu einer Brücke. Brücke kann ich jetzt runterlassen, wie ähnlich wie die erste Brücke. Und wir sehen, ich bin nicht der Einzige. In Bewegung bleiben, steht hier geschrieben. Wahrscheinlich auch bezogen auf die Brücke. Vorsicht vor Kopf. Keine Ahnung, was mir das sagen soll. Gott, das klang gerade, als hätte das ewig nachgebebt. Guck mal hier, links und rechts. Alles Abgründe des Todes. Ich höre doch irgendein Geräusch. Eine Leiter. Oh. Ja, ich komme nicht mehr zurück. Geil, ne? Und weil ich sehr findig bin, weiß ich, dass ich hier durch das beschissene Gift darf, mich mit grünem Glibber einglibbern und dieses Leuchtfeuer entzünde. Und weil ich tatsächlich sehe, dass das jetzt perfekt eine Session ist, sag ich an dieser Stelle auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.